Bad Lausick war am letzten Donnerstag in Feierlaune. Neben örtlicher Politik und Mitarbeitern der Chorstadt war auch Staatsminister Sven Murlock nach Bad Lausick gekommen. Anlass war die Verlängerung der Anerkennung als Chorort, im Amtsdeutsch schlicht Neuprädikatisierung genannt. Für Bürgermeister Josef Eisenmann Grund zur Freude und Anlass für einen kleinen Rückblick. Seit 1821 wird in Bad Lausick gekurt. Als der damalige Gründer Gottlieb Friedrich Hermann dieses Unternehmen gegründet hatte, Kur, und das war ein, heute würde man sagen, ein KMU-Unternehmen, als Tuchmachermeister, hat er bestimmt nicht die Auswirkungen seines Tuns in dem Jahr 1990 oder im Jahr 2010 erkannt. Vorangegangen war eine intensive Prüfung nach strengen Kriterien. Genau ein Jahr zuvor hatte Bad Lausick die entsprechenden Unterlagen zur Prüfung an das verantwortliche Ministerium weitergeleitet. Von dort kam an diesem Tag viel lobende Worte. Das Verfahren ist manchmal auch mühselig oder aufwendig. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so sein soll, aber wenn Sie natürlich ein Qualitätsniveau halten wollen, und das wollen wir, dann muss man auch sehr sorgfältig prüfen, weil wenn man das nicht tun würde, würde ja das Qualitätssiegel entwertet werden. Das wollen wir nicht. Wir wollen ganz klar mit der Verleihung des Titels staatlich anerkannter Kurort eben ein Qualitätssiegel austeilen. Anschließend der eigentliche Akt der Übergabe. Damit ist Bad Lausick auch weiterhin als Kurort anerkannt, nachdem aufgrund der Jahrhundertflut 2002 der Bestandsschutz bis 2010 verlängert wurde. Grüße und Anerkennung für den Kurort kam natürlich auch vom Landkreis Leipzig. Das meiste hat wirklich die Kommune geleistet. Und da ich ja auch gelegentlich mal ein bisschen für Haushaltsfragen zuständig bin, weiß ich natürlich auch, welche Anstrengungen auch seitens der Stadt Bad Lausick vonnöten war, um diese einzelnen wichtigen Etappen, um diesen Kurort nach vorn zu bringen, zu leisten. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung übrigens vom Bläserquintett der Sächsischen Bläserphilharmonie. Nach dem feierlichen Akt gab es dann beim Sektempfang noch ausreichend Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.